Diesen Ausblick auf die Kampener Heidelandschaft wird es für die Hotelgäste des Hotels Waltershof zunächst nicht mehr geben. Der Betrieb des Hotels ist seit Montag wegen Insolvenz eingestellt. Hotelbetreiber Detlef Tappe hat für die Residenz GmbH am 29. September Insolvenz angemeldet. Tappe vermietete unter anderem Einliegerwohnungen in dem in der Kurhausstraße liegenden Gebäude. Die Wohnungen im Anwesen selbst werden weitervermietet. Nun nicht mehr durch die Residenz GmbH, sondern direkt durch die Eigentümer. Doch dies wird sicher kein Dauerzustand sein, denn die Interessenten für die Hotelanlage und die Vermietungsdienstleistung dürfen schon jetzt Schlange stehen. Die Gründe für die Insolvenz sind schnell aufgezählt. Ausfälle während der Corona-Epidemie und sehr hohe Investitionen. Der Betreiber Detlef Tappe wird nun nach 45 Jahren in den Ruhestand treten. Es bleiben die Erinnerungen an die vielen illustren Gäste. Ob Polanski, Hallervorden, Völler, Löw, McGregor, Schröder oder Kaimund. Sie alle verbrachten im Luxusressort in Kampen schöne Stunden. Wir wünschen Detlef Tappe einen verdienten Ruhestand.